Der Deutsch-Französische Krieg begann im Juli 1870. Anlass war ein Konflikt um die spanische Thronfolge. Dieser wurde in einer Karikatur der Wiener Zeitschrift Der Floh sehr treffend dargestellt. Der preußische Ministerpräsident und Kanzler des Norddeutschen Bundes Otto von Bismarck hatte die Kandidatur des damals 35-jährigen Erbprinzen Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen auf den vakanten spanischen Königsthron gefördert und damit das Frankreich Kaiser Napoleons III. Herausgefordert. Napoleon versuchte die Wahl Leopolds durch Kriegsdrohungen, also mit dem Schwert in der Hand, zu verhindern. Über der Kandidatur Leopolds entstand ein preußisch-französischer Konflikt, der am 19. Juli 1870 zur französischen Kriegserklärung an Preußen führte. Die süddeutschen Staaten, unter anderem Württemberg, traten aufgrund der bestehenden Schutz- und Trutzbündnisse an der Seite Preußens in den Krieg ein. Der Krieg gegen Frankreich verlief für die verbündeten deutschen Truppen überraschend erfolgreich. Die vom preußischen Generalstabschef Helmut von Moltke geführten deutschen Armeen schlugen das französische Heer im August 1870 in mehreren Schlachten im Elsass und in Lothringen. Die württembergische Felddivision, etwa 18.000 Mann stark, gehörte der vom preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm, dem späteren 100-Tage-Kaiser Friedrich III., befehligten 3. Deutschen Armee an. Schon bevor größere Kampfhandlungen begannen, machte der damalige württembergische Hauptmann Ferdinand Graf Zeppelin, der spätere Erfinder von Luftschiffen, auf sich aufmerksam. Am 24. Juli unternahm er gemeinsam mit 11 badischen Dragonern einen gewagten Aufklärungsritt hinter die französischen Linien. Das Aquarell von Karl Schott zeigt die Reiter beim Eindringen in das elsässische Städtchen Lauterburg. Den Kriegsverlauf aus württembergischer Sicht veranschaulicht eine eigens für die Ausstellung konzipierte Karte. Teile der vom Königreich gestellten Felddivision kämpften am 6. August in der Schlacht bei Wörth. Anschließend zogen die württembergischen Verbände westwärts, um dann vor Chalon-sur-Marne nach Norden einzuschwenken. An der wichtigen Schlacht von Sedan am 1. und 2. September 1870 waren die württembergischen Verbände nur mittelbar beteiligt, indem sie ein allerdings wenig entschlossen agierendes französisches Entsatzkorps abwehrten. Von Mitte September bis zum Waffenstillstand Ende Januar 1871 beziehungsweise darüber hinaus bis März 1871 war die württembergische Felddivision bei der Zernierung und Belagerung von Paris eingesetzt. Die württembergische Festungsartillerie, die nicht der Felddivision angehörte, war an den Belagerungen der Festungen Straßburg und Belfort beteiligt. Über die Schlacht bei Wörth vom 6. August 1870 schuf der aus Württemberg stammende Maler Otto von Faber-Dufour 1881-82 ein Panorama, das heißt ein riesiges Rundbild. Das Panorama selbst hat sich nicht erhalten, jedoch 4 großformatige Ölskizzen, die der Vorbereitung des Rundbildes dienten. Die Gemälde zeigen den Sturm der deutschen Verbände auf den auf einer Anhöhe gelegenen, bereits in Brand geschossenen Ort Fröschweiler. Man sieht in der Bildmitte den französischen Oberbefehlshaber Patrice de MacMahon auf einem Schimmel reitend. Im rechten Bildteil kämpfen sogenannte Turco-Regimenter, die aus nordafrikanischen Soldaten bestanden. Die als exotisch wahrgenommenen Afrikaner im französischen Heer sind auf sehr vielen Bildern über den Krieg von 1870-71 wiedergegeben. Unter anderem auch auf einem Gemälde von Louis Braun. Während des Einsatzes der Württemberger vor Paris unternahmen die in der Stadt eingeschlossenen französischen Truppen am 30. November 1870 einen lange vorbereiteten Ausbruchsversuch, der sich vor allem gegen die württembergischen Stellungen im Bereich der Marnmündung richtete. Die Franzosen griffen mit etwa 100.000 Mann, damit mit etwa vierfacher Übermacht an. Die Hauptstoßrichtung der Attacke zielte auf die Orte Champigny, Cueil, Villiers und Brie. Nach der raschen Einnahme von Champigny und Brie durch die Franzosen am Morgen des 30. November erhielt der Kommandeur der 2. Württembergischen Feldbrigade, General Reitzenstein,
telegrafisch den Befehl, die Front bei Villiers und Queuilly zu halten. Der französische Angriff konnte von württembergischen, sächsischen und preußischen Verbänden in zweitägigen Kämpfen am 30. November und am 2. Dezember 1870 schließlich zurückgeschlagen werden. Teilweise schon während des Krieges, vor allem aber nach der Beendigung der Kämpfe, wurde das Schlachtengeschehen an der Marne in Gemälden visualisiert. Ein großformatiges Bild von Adalbert von Rösler zeigt den Gefechtseinsatz des 5. Infanterieregiments bei Champigny. Mehrere Kriegsbilder, unter anderem ein Aquarell von Karl Schott, zeigen das tragische Schicksal der Brüder Erich und Axel Grafen Taube, der Söhne des württembergischen Außenministers Adolf Graf Taube. Die beiden Brüder waren am 2. Dezember 1870 innerhalb weniger Minuten bei Champigny tödlich verwundet worden. Die verschiedenen bildlichen Darstellungen der Szene, in der sich die tödliche Verwundung ereignete, weichen zum Teil erheblich voneinander ab. Die württembergische Felddivision beklagte in den Kämpfen von Ende November, Anfang Dezember 1870 den Verlust von knapp 2000 Mann. 579 Württemberger starben. Das Medizinalwesen des württembergischen Heeres war nach der Schlacht auf das Äußerste beansprucht. Dies belegt ein Tagebuch des späteren Leibarztes der Könige Karl und Wilhelm II., Dr. Berthold Fetzer. Fetzer hat die von ihm durchgeführten Operationen akribisch verzeichnet. Soldaten, denen Glieder amputiert werden mussten, erhielten Prothesen, die um 1870 noch sehr schlicht gearbeitet waren. Prothesen aus dem 19. Jahrhundert, wie die präsentierte Beinprothese, haben sich nur selten erhalten.